Wir sind hier auf der deutschen Meisterschaft und ich frage einfach mal die Leute, wie viel ihr Deck eigentlich so kostet. So, ich habe den ersten endlich hier bekommen und die erste Frage, wie viel kostet dein Deck? Na, mein Deck wird irgendwie 1200, 1500 Euro kosten. 1500? Ja. Was spielst du, wenn ich fragen darf? Ich spiele Port of Prosperity in Starlight oder Alter Geist halt. Ich spiele Alter Geist, ich spiele Starlight. Dann eigentlich noch mehr, ja, dann eigentlich noch viel mehr, weil die sind ja allein schon 1,5 theoretisch. Oh mein Gott. Dann wird es ein bisschen mehr. Judgments Ulti, Port of Duality Ulti. Also komplett High Rare eigentlich. Fast komplett High Rare. Also tatsächlich Terraforming in Common, aber ja. Ja, das ist immer nur, Karten, die den Wert halten, spiele ich sehr, sehr gerne und deswegen hole ich mir die nicht extra. Und deswegen ist es bei dem Wert. Dann die wichtige Frage, Doppelsleeve oder nicht? Nein, ist mir zu umständlich. Oh. Ich habe noch nie Karten beschädigt, deswegen in der ganzen Yugi-Karriere, die ich habe. Deswegen ist meiner Meinung nach nicht notwendig. Die große Frage, wie viel kostet dein Deck? 3.000, 4.000 Euro ungefähr. 2.000, 4.000 Euro. So zwischen 3 bis 4, sag ich mal ungefähr. Warum, wenn ich fragen darf? Ich spiele halt Striker und ich spiele alles High Rare. Die große Frage, Double Sleeve oder nicht? Ich Double Sleeve, ja. Ah, klar. Schutz für die Karten, ne? Ja, es darf auch die Karten teilweise auch geliehen dann wieder und da muss man halt gucken, dass da nichts rankommt. Warum High Rare? Das Deck würde ja in nicht High Rare deutlich, deutlich, deutlich weniger kosten. Ich habe ein bisschen Schwein gehabt, die Karten seit damals, Ultis damals für 15 Euro ein Stück gekauft und jetzt exponentiell krass gestiegen halt. Ja gut, dann wünsche ich dir noch viel Glück und danke sehr. Hast du gerade Zeit vielleicht für ein kleines Interview? Nein, danke. Oh. Das wird gar nicht so leicht, habe ich so das Gefühl. Ich muss doch mal Leute finden, die überhaupt drehen mal vor der Kamera. So, und da haben wir natürlich auch schon gleich den nächsten. Und die große Frage, wie viel kostet dein Deck? So ungefähr 700 Euro, bis, ja 750 Euro ungefähr. Du bist bisher wirklich der, der das billigste Deck hat. Echt jetzt? Ja, wirklich. Ich spiele auch Eldritch. Gibt es da nicht auch Karten, die man in High Rare hätte spielen können? Ich spiele ja auch in High Rare, der Golden Lord in Secret Army natürlich, aber ich spiele auch Floodgates und so, die sind halt nicht teuer genug, quasi, damit das ganze Deck halt so teuer wird. Hier ist die große Schlange für die Anmeldebooster und wir fragen hier einfach mal jemanden. So, eine Frage, wie viel kostet dein Deck? Zu viel. Ja, da, ungefähre Summe. Überschlagen, muss nicht exakt sein. 400? 400, 500? 400, 500. Spielst du irgendeine Karte in High Rare oder ginge theoretisch noch mehr? Es ginge noch mehr, wenn man Ulti-Droplets kauft. Ah, okay. Wir sehen also, die Decks können sehr krass schwanken, so dreistellig, vierstellig, wenn man natürlich High Rare spielt. Und man sieht, nicht jeder hat Double Sleeves, aber viele. Ich würde sagen, wir schnappen uns den nächsten. Wer ist bereit für ein kleines Interview? Ja. Und zwar die große Frage, wie viel kostet dein Deck? Insgesamt so 500 Euro. 500 Euro? Ja. Ist da was High Rare oder ginge da theoretisch noch mehr? Da ging definitiv theoretisch noch mehr, ja. Zum Beispiel Topf der Gegensätzlichkeit in Secret Rare, obwohl der jetzt auch nicht wirklich teuer ist zum Beispiel. Ja. Aber da ging noch mehr, ja. Darf ich fragen, was du spielst? Flu Wanderies. Okay. Ja. Ja, ich muss sagen, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Wir hatten hier schon Beträge von über 1000 Euro, aber man sieht, man muss nicht so viel Geld ausgeben. Ja, es ist schon viel, das muss ich sagen, aber es gibt tatsächlich auch Decks, die sind nicht so teuer, ja. Es sind natürlich die Karten, die man immer braucht, die relativ teuer sind. Jetzt so die Engine an sich von dem Deck ist nicht so teuer, aber es sind immer so die Staples, die man braucht halt, die relativ teuer sind, ja. So, ich habe mir jetzt hier den nächsten geschnappt und natürlich die große Frage, wie teuer ist dein Deck? So 400, 500. 400, 500? Ja. Darf ich fragen, was du spielst? Ja, Eldritch. Und ich werde gewinnen. Ja? Ja, klar, ich gewinne. Ja, warum nicht? Spielst du Karten in Double Sleeve oder normal? Ja, normal, ich habe noch keine Double Sleeve. Eine große Frage, wie viel kostet dein Deck? Gute Frage. Ungefähr natürlich. 400, 500. Darf ich fragen, was du spielst? Despier. Despier? 400, 500. Ja, ein paar höhere Seltenheiten mit drin. Ah, okay. Dann natürlich eine große Frage, Double Sleeve oder nicht? Nein. Nein? Hast du nicht Angst, dass die Karten vielleicht irgendwie einen Kratzer kriegen oder so? Nee, habe ich keine Angst vor. Dann kurze Frage, kurz ganz und knackig. Kurze Frage, ganz kurz. Ja. Wie viel kostet dein Deck? Bisschen zu teuer. Ja, nein, ich will mal eine Zahl haben okay, jetzt. Ich muss rechnen, aber so 300 Euro oder so. 300 Euro? Vielleicht ein bisschen mehr, weißt du. Damit bist du der Billigste gerade. Echt? Ja, wirklich. Sehr gut. Was spielst du, wenn ich fragen darf? Ich spiele Despia. Leider. Ach so, wieso leider? Das ist Bricky. Okay, und spielst du Double Sleeves oder nochmal? Ja, safe. Double Sleeves? Ja. Ja? Double Sleeves. Ja. Immer schon, also jetzt, seitdem es erlaubt ist, oder? Seitdem es erlaubt ist. Also ich spiele nicht die Oversize, sondern ich spiele die Japanese Size, also die Inner Sleeves. Okay, wir haben uns den nächsten geschnappt. Er sagt, er kann alles unterbieten. Wie teuer ist dein Deck?
Ich müsste jetzt auch in etwa raten und ich kenne die Preise nicht so perfekt, aber wahrscheinlich so 150 bis maximal 200. Also das teuerste sollte Playset Ash, Playset Skilldrain sein. Das, der Rest kostet eigentlich nichts. Lass mich raten, du spielst Eldritch. Nee, Alter Geist. Alter Geist? Ja. Ja, okay. Ja, Eldritch ist ein schlechtes Deck und Alter Geist ist ein gutes Deck, aber das von Skilldrain nicht behindert wird, von daher. Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Ja, dann würde ich sagen, du bist bisher der Top-Favorit von Lowpreis. Also Leute, es geht auch billiger auf jeden Fall. Die entscheidende Frage, wie viel kostet dein Deck? 190. 190, so exakt? Ja, genau. Ich habe mal genau ausgerechnet, 190. Ne? Hab vor ein paar Monaten wieder angefangen, hat mich wieder gepackt. Deshalb aber die teuren Karten kommen noch, hoffentlich. Ne? Was spielst du denn, wenn ich fragen darf? Schattenpuppen, Dogmatica Invoked. Oh, okay. Und welche teuren Karten fehlen dir noch, wenn du sagst, du willst noch ein paar ranholen? Triple Tactic. Oh ja, klar. Ja, und so noch ein, zwei Karten, die spiele ich vielleicht dann zweimal. Ich muss ja sagen, das ist ja ein recht günstiges Deckthema. Das geht ja eigentlich. Ja. Ist ja moderat. Allzu viel fehlt mir nicht mehr, aber ich denke, dass ich dann so 200-300 definitiv erreichen werde. Double Sleeves oder nicht? Nein. Das waren mal die Einblicke hier von der Deutschen Meisterschaft. Wir sehen also, ein Deck kann ziemlich, ziemlich teuer sein, kann aber auch sehr billig sein. Also, schwankt da sehr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, welche Frage ich vielleicht mal auf ein Event stellen soll. Wie gesagt, einfach unten in die Kommentare. Euch noch einen schönen Tag und bis bald.